Hallo und herzlich willkommen auf EvoTK.tv zu einer neuen Folge meiner WWE 2K17-Karriere. Heute mal wieder ein Match gegen einen Abonnenten bei SmackDown und es ist der Nick Noxai. Außerdem hätten wir Cesaro gegen den Baron of Swing, Baron of Swag, wo ich nicht weiß, wer es ist. Bitte mal in die Kommentare reinschreiben, falls du dich noch nicht gemeldet hast. So, dann Big Show gegen Baron Corbin, Mark Henry gegen Stardust, ein Fatal 4-Way-Match zwischen Kane, Tyson Kidd, AJ Styles und Heath Slater, Zack Ryder gegen Bo Dallas, Brody Tyson gegen Lance Sander, Baron Blade gegen Rusev und dann legen wir mal los. Ja, und dann an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an euch alle. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und bei mir reingeschaltet habt. Sehr, sehr cool von euch. Heute wieder Abonnentenklassiker. Die Matches haben leider erfahrungsgemäß nicht so viele Aufrufe wie die jetzt gegen John Cena oder so, aber das ist völlig okay. Green Bay ist auf jeden Fall heute der Austragungsort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, was haben wir denn? Baron Blade gegen Rusev. Wer gewinnt denn da? Der Rusev. Brody Tyson verliert. Zack Ryder gewinnt gegen Bo Dallas. Heath's what? Ey, 100% hätte ich auf AJ getippt. Aber nicht auf Heath Slater. Das ist ein Push. Der wird bestimmt mein Gegner beim nächsten Pay-Per-View. Mark Henry gewinnt gegen Stardust. Big Show gewinnt gegen Baron Corbin. Der Baron of Swag gewinnt gegen Cesaro. Und dann kommen wir zum Main Event gegen Nick Noxai. Ja, na schauen wir mal. Also mich skippen wir definitiv. Ich habe übrigens auch eine Entscheidung getroffen, wessen Outfit ich tragen werde. Im letzten Monat. Werde ich euch natürlich noch nicht verraten. Und er kommt mit Chris Jericho seiner Musik zum Ring. Schauen wir mal, ob es der komplette Entrance von Y2J wird oder ob es nur die Musik erstmal ist. Okay, das ist cool. Das kommt jetzt überraschend. Nick Noxai Show. Okay, sehr, sehr geil. Das finde ich witzig. Hat er cool gemacht. Vor allem kam es jetzt überraschend, dass er da hier durchs Publikum kam. Ja. Und Mist. Sehr, sehr cool. Was steht hinten drauf? Divas 0? Habe ich das richtig gelesen? Was steht denn da hinten drauf? Ich kann das nicht lesen. Aber ohne Mist, du hast ein richtig cooles Entrance dir erstellt. Das gefällt mir. Jetzt, oh Mann, schreib mir bitte in die Kommentare, was auf deinem T-Shirt drauf stand. Ich will das wissen. Oh, der legt los. Der will nicht diskutieren. Der will nichts über sein T-Shirt erzählen. Der gibt mir hier mal direkt hier. Der mir direkt mal Pfeffer. Na gut, wenn du willst. Darauf lasse ich mich ein. Oh, schade, mein Double X Handle Blow ist schief gegangen. Ich muss in den Ring rein. German Suplex. Man will ein bisschen mehr vom obersten Ringseil zeigen. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Aber irgendwie ist schon interessant zu sehen, dass es auch mal Folgen gibt, wo ich manche Sachen auslasse und dann es aber wieder in den nächsten Folgen bringe. Irgendwie denkt man denn da gar nicht mehr dran. Boah, das wäre jetzt ein geiler RKO als Reversal. Und schon ist wieder meins. Was ist das zum Heulen? Ist mein Signature wieder weg, ey. Wegen einem Reversal ist der Signature weg. So wie übrigens alle Reversal gerade. Ja, ich stehe ja schon drauf. Schönen guten Tag. Och man, ey, Reversal von ihm. Und ich habe kein Reversal gerade, stelle ich fest.
Muss mich noch ein bisschen erholen gleich. Och Mann. Ey, das ist mein Razor's Edge. Den habe ich exklusiv die ganze Zeit gezeigt und er hat den Razor's Edge. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Hat er den Razor's Edge? Hier, den hat er. Ja, wobei ich benutze ihn ja gar nicht mehr. Ach Mann. Jo, ich stehe doch schon auf, Mann. Oh, der Phenomenal Forearm. Jetzt gibt's aber mal hier ordentlich auf die Nuss. Okay, es gibt ein Reversal. Tja, da wollte er noch was zeigen, aber jetzt gibt's den Chokeslam. Zack, boom. Und ob das reicht? Nee. Bei weitem noch nicht. Och, wieder Reversal, Mann. Kriegst du doch die Motten. Scheiße. Ich dachte, das krieg ich noch reversalt. Dem war dann doch nicht so. So, und jetzt gibt's Oldschool. Du bist aber ganz schön zäh auf jeden Fall. Hat erst einen orangen Oberkörper, wenn man überlegt, was die richtige Superstars hatten. Glaubt ihr, kannst du mir reinschreiben, welches Ranking dein Wrestler hat aktuell? Und warum du dein Moveset so gestaltet hast, wie es eben ist. Guck mal, der kriegt nicht mal eine Platzwunde. Jeder erfahrene Wrestler, Superstar, kriegt eine Platzwunde. Brock Lesnar, das Biest im Spiel, kriegt nach... Bei gelbem Kopfzustand kriegt er eine Platzwunde. Und er nicht. Na, er kommt schon wieder raus. Dann gibt's mal einen Chokeslam jetzt, wenn das gut geht. Noch, natürlich geht's nicht gut. Wie kann ich auch daran denken, dass es gut gehen könnte? Blockbuster, Buff Backwell Action hier. Den wahrscheinlich auch keiner kennt. Einer von euch Buff Backwell? Enttäuscht mich nicht. Nein, Mann, Codebreaker. Jetzt kassiere ich aber ordentlich. Da roll ich mich erstmal raus. Fang mich doch. Ist ja noch vor mir im Ring. Ja, zumindest fast. Och, und der Reversal. Mann, ey, ich bin schon... Oh, ich hätte jetzt so Bock auf einen Chokeslam gehabt und jetzt geht's wieder nicht. Das ist zum Heulen. Nicht mal meinen Codebreaker-Rad zeigen. Man sieht voll meinen Knackpo, ist euch das gerade aufgefallen? Die Hose ist ganz schön unvorteilhaft, habe ich irgendwie den Eindruck. Was ist denn? Warum darf ich den jetzt nicht attackieren? Ich kann nichts machen, der hat den... Schauen wir mal, Hell's Gate, ob das gut geht.
hast du aber Glück gehabt, Junge, da hast du aber Glück gehabt. Oh, denn dich Glück gehabt hat er da, dass ich die falsche Taste gedrückt habe. Er hat auf jeden Fall noch einen Finisher. Also vom Ring, obersten Ringseil dürfen wir nichts zeigen. Kommt eh nicht dazu. Oh nein, Mann. Oh, und da macht er auch CM Punk. Ey, der hat echt ein sehr sympathisches Moveset. Okay, jetzt mussten wir tatsächlich den Widerstand nutzen, sonst hätten wir es nicht gepackt. Respekt. Er macht mir das Leben ganz schön schwer hier. Ja, komm ey, dann hat er hier noch hier Finn Balor am Start. Mann. Oh, und jetzt gibt's den Chokeslam, mein Freund. Damit sollte das Match beendet sein. 1, 2, 3. What? Leck mich doch, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, da kommt der ernsthaft raus. Ja genau, ey. Weißt du, ich zeig einen Move und meiner kippt um. Und er steht. So, Schnauze voll jetzt hier. Komm. 1, 2, 3. Aber Respekt. Einer meiner stärksten Abonnentengegner, die ich hier hatte. Vor allen Dingen hätte ich den Widerstand nicht gehabt, hätte ich gegen dich verloren. Fünf-Sterne-Match. Hammer. Ja, das haben wir geschafft. Sehr schön. Ja, und damit ist SmackDown rum. Dann schauen wir mal zum einen, welcher Pay-Per-View auf uns wartet und zum anderen, ja, wer morgen bei Raw unser Gegner ist. SummerSlam steht bevor, sehr geil. Und John Cena ist morgen unser Gegner. Geht ja richtig die Post ab hier. Also Leute, die Folge heute ist rum. Wenn es euch gefallen hat, dieses heftige Abonnentenmatch, der mich am Rande einer Niederlage hatte, denn wie gesagt, der Widerstand hat mich gerechnet, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Kommt auf meinem Discord-Channel vorbei, wenn ihr Bock drauf habt, über ein paar andere Themen noch quatschen wollt, die etwas, ja, für die Kommentarfunktion quasi zu intensiv sind und zu lang, dann können wir das natürlich auch auf Discord debattieren. So, ich bin dann jetzt raus. Bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen um 12 und ciao.